ein Urteil und die Frage, was bedeutet es für unser Leben? Wir zeigen Ihnen, wo wir inzwischen überall digitale Fingerabdrücke hinterlassen, und zwar die allermeiste Zeit, ohne es wirklich zu ahnen. Fluch und Segen zugleich. Milliarden Daten werden seit 2008 über jeden von uns gespeichert, so das Gesetz. Laut Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist damit seit Dienstag Schluss. Die Regelungen des Telekommunikationsgesetzes und der Strafprozessordnung über die sogenannte Vorratsdatenspeicherung verletzen das Grundrecht auf Schutz des Telekommunikationsgeheimnisses. Terrorismus, organisiertes Verbrechen und Kinderpornografie sollten durch das Sammeln sämtlicher Daten bekämpft werden. Mehr Sicherheit für den Bürger. Alles nur ein Vorwand? Über 35.000 Bundesbürger hatten geklagt, denn moderne Telekommunikation macht den Bürger gläsern. Wo habe ich wann, wie lange und mit wem telefoniert? Welche Seiten besuche ich wie häufig im Internet? Oder was habe ich wann und wo mit meiner Kreditkarte gekauft? Alles nachvollziehbar. Der Staat kann sich so ein sehr genaues Bild über das Verhalten jedes einzelnen Bürgers machen. Nur der Staat? Ist Datenmissbrauch wirklich auszuschließen? Milliarden Daten werden bereits gelöscht. Neue dürfen nicht mehr gespeichert werden. Vorerst. Ist Verbrechen und Terrorismus jetzt Tür und Tor geöffnet? Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger spielt auf Zeit. Heute ist genau nicht der Zeitpunkt, um schon wieder enge zeitliche Vorgaben für ein Gesetzgebungsverfahren zu machen. Was ist für uns Bürger wichtiger? Datenschutz oder Sicherheit? Ja, das ist die Frage, um die sich der Streit dreht. Und wir begrüßen zunächst mal sehr, sehr herzlich den CDU-Sicherheitsexperten Wolfgang Bosbach. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Wir begrüßen den langjährigen Viso-Moderator und Redaktionsleiter Michael Opoczynski. Schön, dass Sie auch da sind. Wir begrüßen Herrn Padelun, seines Zeichens ja Netzaktivist, könnte man sagen. Einer, der sich mit sensiblen Daten definitiv sehr gut auskennt. Und Peter Schaar, den Datenschutzbeauftragten der Bundesregierung. Darf ich noch warten? Bin ich nicht. Ich bin nicht der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung. Ich bin der Bundesdatenschutzbeauftragte. Oder so. Oder so. Vielleicht. Oder so. Aber Herr Bosbach sagt schon, das können wir so trotzdem gelten lassen, glaube ich. Es ist unser aller Datenschutzbeauftragter. Gut. Okay, also wir begrüßen sehr herzlich Herrn Schaar, unser aller Datenschutzbeauftragter. Ja. Schönen guten Abend auch Ihnen. Herr Bosbach, zunächst mal, was befürchten Sie nach dem Urteil aus Karlsruhe? Welche Art Straftaten werden wir in Zukunft nicht mehr aufklären können? Die Polizei hat doch vorher auch ermittelt, bevor es dieses Gesetz gab. Wir können auch jetzt noch ermitteln, aber dafür brauchen wir Ermittlungsansätze. Der Präsident des Bundeskriminalamtes hat vor dem Bundesverfassungsgericht in der mündlichen Verhandlung ausgesagt, dass im Jahre 2008 38.000 Straftaten im IT-Bereich im engeren Sinne begangen wurden und dass in 80% dieser Fälle als Ermittlungsansätze nur die Verkehrsdaten zur Verfügung standen und sonst nichts. In diesem Bereich der Kriminalität gibt es ja keine Zeugen, keine Fingerabdrücke, keine sonstigen Spuren wie Fußabdrücke. Was wir haben, sind die Verkehrsdaten. Und Anlass für die europäische Richtlinie, die wir umgesetzt haben, waren die Attentate in Atocha, Vorstadtbahnhof in Madrid und in London. Und aus den damaligen Ermittlungsverfahren wissen wir, dass für die Aufklärung der Taten, die Überführung der Täter, gerade die Auswertung dieser Daten von überragender Bedeutung war. Dennoch können Sie wahrscheinlich nachvollziehen, warum viele Bürger, ja, und das werden wir heute auch im Laufe der Sendung noch zeigen, ein komisches Gefühl haben, weil wir tatsächlich mittlerweile ja gläsern geworden sind und eine Menge digitaler Fingerabdrücke überall hinterlassen. Herr Schaar, Herr Padelun, können Sie die Aufregung von Herrn Bosbach verstehen? Also ich kann verstehen, dass diejenigen, die die Vorratsdatenspeicherung durchgesetzt haben, und zwar gegen die Warnrufe auch der Datenschützer, mit dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht unbedingt glücklich werden. Aber es stimmt einfach nicht, dass jetzt die Strafverfolgung eingestellt werden kann, wie das einige Polizeigewerkschafter heute sagen. Die Daten, die anfallen über uns, wenn wir telefonieren, fallen auch in Zukunft erstmal an. Sie bleiben nur nicht 6 Monate gespeichert, sondern werden regelmäßig nach einigen Tagen bis Wochen gelöscht. Wenn in dieser Zeit eine Ermittlung ansetzt, und das ist insbesondere bei der Gefahrenabwehr, wenn eine Bombendrohung zum Beispiel eingeht der Fall, dann hätten die Verkehrsdaten auch, die Vorratsdaten auch gar nichts genützt, weil die erst nach 3 Tagen überhaupt verfügbar sind. Das heißt, in den ersten 3 Tagen muss man sowieso immer auf die sowieso vorhandenen Verkehrsdaten
bei den Providern zurückhaben. Da ändert sich überhaupt nichts. Das heißt, Herr Paderlund, viel Aufregung um nichts? Ja, um sehr viel groß aufgeblasenes Nichts. Also mit Terrorangst wird geschürt, damit Bürger denken, ja, beschützt uns mal schön. Und tatsächlich, wenn man sich blanke Zahlen anguckt, dann sieht man, Terror gibt es so gut wie nicht in Deutschland. Das bisschen, was wir haben, kann man dann hinterfragen, ob es denn wirklich Terrorzellen sind, die da was gemacht haben, oder vom CIA ausgenutzte blöde Jungs. Ich glaube, dass diese Terrorangst, die von Ihnen, die von Herrn Zierke, die von Herrn Bouffier, also hessischen Innenminister, geschürt wird, die Herr Schäuble mitgetragen hat, Otto Schily natürlich auch, dass das eine ganz böse Geschichte war, weil die Fakten liegen klar auf dem Tisch. Man kann es auf unserer Webseite nachlesen von dem Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung. Da stehen alle Fakten, alles, was erzählt wurde, genau aufgelistet, warum das nicht stimmt, warum es anders ist. Die Fakten sind der Politik bekannt und trotzdem fahren sie diese bösartige Schiene und sind eigentlich die echten Staatsfeinde, weil sie eigentlich die Verfassung abschaffen. Das ist ein schwerer Vorwurf, ja. Herr Bosbach. Staatsfeind. Dass Sie so etwas an einem Tag sagen, an dem 3 Terroristen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden sind, ist schon geradezu makaber. Vor wenigen Stunden ist der Sauerland-Prozess zu Ende gegangen. 9 Monate lang haben wir diese Gruppe mit einem gigantischen Aufwand an Personal und Technik beobachtet. Man hatte sich in einem Umfang Wasserstoffperoxid gekauft, um damit Bomben zu bauen, die ein Ausmaß gehabt hätten, ein Mehrfaches der Sprengwirkung der Attentate von London. Die allermeisten Beweismittel in diesem Verfahren konnten wir sammeln durch die akustische Wohnraumüberwachung, die ja einmal abgeschafft werden sollte. Und bei der Überwachung des Fernmeldeverkehrs hat sich herausgestellt, dass übrigens bis zur Stunde nach mehr als 2 Jahren eine Vielzahl des Verkehrs überhaupt nicht entschlüsselt werden konnte. Da nützt uns auch 3 Tage, Herr Schaar, überhaupt nichts. Wir wollen doch wissen, akustische Wohnraumüberwachung ist was? Das ist Vulgo, der große Lauschangriff. Das ist das Ferienhaus im Sauerland gewesen, wo sich die Gruppe zurückgezogen hatte. Um die Begrifflichkeit Tatplanung. Viele Begriffe gibt, mit denen wir im Augenblick so Die Tatplanung zu begehen, die waren technisch auf dem neuesten Stand. Die waren hervorragend geschult. Da nützte auch die Telefonüberwachung nichts, weil die auf Internetcafés ausgewichen sind. Und ich empfehle einmal, den Ermittlungsbericht EGZEI zu lesen, wo die Polizei im Detail beschreibt, was sie alles nicht ermitteln konnten, weil die rechtlichen und technischen Voraussetzungen fehlen. Das Problem, Herr Bosbach, es bleibt das Problem, dass bei all diesen Maßnahmen, also nicht bei der Wohnraumüberwachung von Verdächtigen, sondern generell, es werden Daten über alle gesammelt. Und zwar über alle Menschen, die in Deutschland leben, werden Daten gesammelt. Mhm. Das heißt, das haben wir ja mal Rasterfahndung genannt früher. Das heißt, es werden alle zu Verdächtigen erklärt. Und das ist natürlich nicht angenehm. Es ist, ich glaube, bundesweit nicht erlaubt, in Deutschland, was in Österreich schon läuft, Leute auf der Autobahn zu fotografieren und nach 15 Kilometern wieder zu fotografieren. Alle werden fotografiert und in Österreich werden dann denen, die im Durchschnitt zu schnell gefahren sind, Strafzettel gegeben. Das ist bei uns so nicht erlaubt. Da bin ich froh drum. Das sind alles diese, wir machen von allen Fotos, wir haben überall Bewegungsprofile, wir kennen alle die Bankkonten von allen. Überall darf Staatsanwaltschaft, Sozialamt auf unsere Bankkonten schauen. Und ich, wissen Sie, ich habe manchmal kein Zutrauen in die Leute, die das machen. Ja. Ich sehe ja dauernd, dass irgendwo CDs gehandelt werden von Mitarbeitern, die missmutig sind. Und dann auch übrigens vom Staat gekauft werden. Ja, und dann auch das noch. Also ich habe kein Vertrauen in die Institutionen, die mit unseren Daten hantieren. Das ist mein Problem. Es wäre nur nett, wenn Sie dabei gesagt hätten,